Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem Update-Review. Es ist die Version 08387 von 0.8387 von Quantum Rush rausgekommen und da hat sich einiges geändert beim Spiel. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, was reingekommen ist und wir werden uns dann das Spiel nochmal anschauen. Und zwar sind jetzt NPCs da, also wenn kein Multi... Also wenn keiner online ist gerade, dann kann man jetzt spielen. Es gibt jetzt also Computerspieler. Dann gibt es eine Lag-Optimierung. Also ich hatte keine Lags, aber das wird bestimmt auch bei mir irgendeinen Unterschied geben bestimmt. Es gibt jetzt intelligente Pickups. Da hat sich zum Beispiel bei diesen Verfolgungsraketen was geändert. Die können jetzt besser suchen oder so. So etwas in der Art. Es gibt ein stärkeres Geschwindigkeitsgefühl. Ja, das hatte ich ja auch gesagt, dass man irgendwie mit 1000 geht, aber das nicht fühlt. Und jetzt fühlt man das. Also ich habe es mir jetzt nicht angeschaut, das werden wir ja gleich sehen. Es gibt jetzt das Pickup Statisphere. Ich weiß nicht genau, was es macht, werden wir ja auch sehen. Es gibt jetzt ein Eigenschaftsfenster. Wo das ist, werden wir hier jetzt auch gleich sehen. Es gibt jetzt Änderungen bei den Strecken, bei der Grafik, bei dem Sound. Es gibt Bugfixes und es gibt noch viel mehr kleinere Sachen. So, beim Gleiter. Was genau meinen die jetzt mit dem Eigenschaftsfenster? Vielleicht hier? Nee. Auch hier, sogar hier nicht. Ja, also wir gehen lieber in ein Rennen. Vielleicht ist es ja in ein Rennen. So, Death Race. Ja, das sind, die ganzen Typen sind jetzt NPCs. Küste und... Wir müssen warten. Ja. Flughafen oder Küste? Flughafen waren wir ja, glaube ich, letztes Mal nicht, oder? Oder liege ich falsch? Ja, Küste waren wir aber auch nicht. Ja, wir gehen einfach zur Küste. Ja, und ich sage euch jetzt mal, bis es anfängt, wieso ich das Video jetzt mache. Und zwar, beim Spiel ist ja das Einzige, was mir nicht so sehr gefallen hat, das mit dem Geschwindigkeitsgefühl, das jetzt verbessert wurde. Dass es irgendwie, dass man nur alleine spielen konnte und nicht mit anderen. Das wurde jetzt auch gefixt, wie man hier sieht. Es gibt ja jetzt NPCs, also Non-Person-Players. Oder, ja. Non-Person-Computers. Nee, wieso ein C? Characters, glaube ich. Ja, und... Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich das genau nicht gemocht habe. Also ich schätze mal, dass es die meisten gemacht haben, die das Spiel getestet haben. Dass es also diese Sache da gab und sie das nicht so cool fanden. Ja, aber ich finde es cool, dass es wirklich reingepackt wurde. Und das Spiel jetzt hoffentlich auch Spaß macht und man nicht nur alleine da am Rumflitzen ist. Ja, wieso... Ist der Counter wieder neu gestartet oder so? Hä? Okay, jetzt können keine anderen Typen rein. Ja, jetzt fängt's an. Und wieso? Ah. Hä? Ja, also die Steuerung weiß ich noch ungefähr, aber mit S oder K boostet man ja. Und ich habe halt immer das als Bremse benutzt oder so. Wie dumm. Ja, das wird ja so klein, das Video. Ich will nur kurz einmal spielen, also diese Strecke hier. Und da sage ich nochmal meine Meinung zum Spiel. Das ist jetzt einfach ein Antwortvideo, aka Update-Review. Wenn vielleicht nochmal irgendwas kommt, das mir gefällt, also ich werde einmal die Woche oder so vorbeischauen beim Spiel, werde ich das jedes Mal als Video machen. Was ist passiert? Hä? Ich einfach Speed Race. Canyon. Das ist ja voll scheiße. Ja, also ich mach kurz einen Cut und wenn ich gleich im Spiel bin, irgendwann, werde ich euch das sagen. So, dann bis gleich. So, wir sind nochmal beim Ladebildschirm hier
Und ich hoffe jetzt, also so richtig hoffen tue ich, dass es jetzt klappt. Sonst starte ich das Spiel nochmal neu. Ja. Ich glaube, das ist wieder gecrashed. Ja, also ich starte kurz noch. Kurz einmal das Spiel neu und wenn es dann noch wieder ist, dann lasse ich das einfach. So, wir sind jetzt zum dritten Mal beim Ladebildschirm. Ich habe das Spiel neu gestartet. Mal schauen, was jetzt passieren wird. Wenn es nochmal das gleiche gibt, ja, dann gehe ich einfach zum Trainingmodus. Ja, und es ist wieder das gleiche passiert. Oder? Ja, also ich gehe kurz in den Trainingsmodus. Dann können wir mal kurz gucken, wie da die Speed-Gefühl ist. Ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Alter, wenn nicht mal das klappt, Alter. Dann ist es ja voll scheiße, das Update. Ja, endlich. Mal schauen. 3, 2, 1, go. Ich habe ein anderes Flugzeug dieses Mal. Oder was für Dinger das sind. Oh, jetzt leckt es mehr. Also. Nee. Doch nicht. War bestimmt am Speichern oder so. Das wird ja das Spiel und gleichzeitig. Das Spiel wird aufgezeichnet und geladen bei der gleichen Festplatte. Und das bringt halt Lags, wenn man. Wenn man. Okay. Geschwindigkeitsgefühl. Ne, also. Ich glaube, das ist genau gleich. Da hat sich fast gar nichts geändert. Geschwindigkeitsgefühl. Nee. Nee, nee. Also, so einen Unterschied habe ich jetzt auch nicht gesehen. Konnten die auch besser machen. Ja, also dann, ich kann irgendwie keine Pause drücken. Dann war es das, Leute. Sag mal auch eure Meinung. Ich habe ja jetzt gesehen, was hier los ist. Und wie ihr das findet, dass es jetzt nicht klappt, dass es immer noch einen Bug gibt. Also ich werde das jetzt melden, dass es nicht klappt. Und vielleicht machen die das ja und dann kann ich euch das wirklich zeigen. Wie das Spiel so wirklich ist. Auch wenn ich überhaupt keinen Bock habe. Also die haben mir jetzt den Spaß weggenommen. Also ich glaube, das ist das letzte Video von diesem Spiel, außer es wird ein zu großes, irgendetwas Cooles noch dazukommen. Sonst da könnt ihr ja selber vorbeischauen. Also kann mir egal sein. Ja, also dann war's das, Leute. Ciao.